die Qualität und der Schleifprozess nochmal deutlich besser wurden. Auch für so eine kleine Firma wie uns gar nicht mal so schwierig ist, sowas zu programmieren. Der Mitarbeiter, der vorher die Teile von Hand geschliffen hat, betreut jetzt den Roboter. Hallo, mein Name ist Stefan Schneider. Ich bin der Geschäftsführer von Rondolino. Wir sind ein kleiner Hersteller von Speicherfeuerstätten in der Nähe von Regensburg. In der Weichselmühle versuchen wir seit über 30 Jahren, unsere Speicherfeuerstätten immer weiter zu entwickeln und ein Top-Produkt für unsere Kunden zu liefern. Wir verstehen uns eher als Manufaktur, als Handwerksbetrieb. Der Schleifprozess ist in unserer Produktion ein sehr wichtiger Part. Anfang 2023 wurde uns da auch klar, dass wir da in Richtung Automation was machen müssen. Schon alleine, um die Arbeitsbelastung von den Mitarbeitern zu reduzieren. Und es natürlich auch heutzutage auch für so kleine Unternehmen wie uns nicht mehr so einfach ist, Fachkräfte zu finden. Grundsätzlich ist natürlich der Schleifprozess eher eine schwierigere Sache, da man da sehr viel Gefühl vom Mitarbeiter braucht. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit der Firma Ferrobotics. Die haben mich dann weitervermittelt an die Firma Axel, die dann auch sehr schnell bei uns waren, sich den Prozess angeschaut haben, was haben wir für Gegebenheiten, was haben wir für Möglichkeiten, uns da dann auch einen Vorschlag zugemacht haben, viel von ihrer Erfahrung natürlich einbringen konnten, da wir mit dem Thema Automatisierung noch nicht viel Erfahrung hatten, mit uns entwickelt haben, wie man das Ganze automatisieren kann. Auch die Vermittlung von einem Schleifmittelhersteller und die Kooperation mit dem waren sehr gut und haben natürlich auch einfach dazu beigetragen, dass die Qualität und der Schleifprozess nochmal deutlich besser wurden. Da wir hier etwas im Außenbereich liegen, in der alten Mühle, sind bei uns die Gegebenheiten nicht ganz so einfach wie in einem Industriegebiet. Und da war es natürlich super, auch mit Axel zusammenzuarbeiten, die auch mit den Räumlichkeiten, die wir bieten, mit dem engen Zugang und so weiter, immer Ideen hatten, das Ganze dann doch auch möglich zu machen. Während dem Programmieren, während dem Einrichten von dem ganzen System, haben wir dann auch festgestellt, dass das auch für so eine kleine Firma wie uns gar nicht mal so schwierig ist, sowas zu programmieren. Es hat sich herausgestellt, dass wir einige Vorteile neben den ursprünglichen Ideen von einem angenehmeren Arbeitsumfeld bzw. einer geringeren Arbeitsbelastung für den Mitarbeiter zu schaffen, hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass wir natürlich unsere Kapazitäten dadurch deutlich erhöhen können, dass wir auch im Schleifprozess selber sehr gleichmäßige, hochwertige Qualitäten abbilden können. Der Mitarbeiter, der vorher die Teile von Hand geschliffen hat, betreut jetzt den Roboter und wird sich dann auch weiterbilden, um ihn in Zukunft selber zu programmieren und hat dadurch einmal nochmal eine deutlich erweiterte Perspektive bei uns im Betrieb. www.ferrobotics.com. Follow us.